Hallo. Mein Name ist Michael. Herzlich willkommen zu meiner Let's Play-Serie. Das ist die allererste Folge, die ich beabsichtige, auf jeden Fall auf YouTube zu veröffentlichen. Dementsprechend, ich habe also damit noch keine Vorerfahrung so. Ich bin noch ein bisschen unsicher, wie das Ganze ablaufen sollte. Also verzeiht mir bitte Fehler und Sachen, die nicht so perfekt laufen. Ich wollte euch hier erstmal kurz meine Minecraft-Figur zeigen. Wie nennt sich das? Die Skin, die ich mir da besorgt habe. Nennt sich, glaube ich, Agent Smith. Also ist eine kleine Anspielung auf die Matrix, auf den Film Die Matrix. Wie man hier sieht, ich habe schon ein bisschen Ausrüstung. Ich stehe hier vor meiner kleinen Hütte oder im Bunker, Keller, den ich mir eingerichtet habe. Und hier in der Welt da draußen ist noch nicht allzu viel passiert. Die Welt ist jetzt ungefähr eine Woche alt vielleicht, die ich mir da erstellt habe. Und ja, habt hier noch nicht allzu viel draußen gemacht. Das sollte gegebenenfalls mal ein Ge Gebäude werden, aber da habe ich mir auch nur die Eckpfeiler bereitgestellt und mal überlegt, so wie denn mein erstes Bauprojekt hier in Minecraft aussehen könnte. Weil ehrlich gesagt, ich habe mit diesem Spiel nicht allzu viel Erfahrung. Ich spiele das jetzt, wie gesagt, seit einer Woche. Habe aber schon diverse Let's Plays auf YouTube verfolgt, habe also deswegen ein bisschen Ahnung so, worum es hier eigentlich geht und wie man craftet zum Beispiel. Und was mich hier eigentlich interessiert an Minecraft ist, ob es nicht möglicherweise ein gutes Reflexionswerkzeug ist. Ich habe festgestellt, bei vielen Videos, die ich mir auf YouTube angeschaut habe, dass viele Leute das tatsächlich sehr tagebuchartig verwenden. Also Videos aufnehmen von sich in Minecraft und währenddessen sich über ihren Alltag unterhalten, über verschiedene Themen. Und ja, einerseits glaube ich so, vielleicht kann ich das für mich nutzen. Einen Moment, ich muss mal kurz die Einstellung überprüfen, weil es doch ziemlich laggy ist gerade. Okay, hoffentlich ein bisschen besser jetzt. Ansonsten muss ich hier nochmal mit den Einstellungen ein bisschen rumtesten. Ja, ich laufe hier gerade durch meine Hütte. Will euch bloß mal zeigen hier, was ich hier vorbereitet habe. Wie gesagt, da ist noch nicht allzu viel passiert. Es ist mehr so, ein paar Grundlagen hier zu schaffen, mich selber ein bisschen besser zurechtzufinden in Minecraft. Hier zum Verzaubern. Ich habe sogar 5 Level. Aber was ich gerade sagen wollte, Reflexionswerkzeug. Also, ich möchte das gerne vielleicht für mich selber nutzen. Andererseits ein bisschen Medienkompetenz bekommt man dadurch auch, denke ich mir, wenn man ein bisschen was auf YouTube veröffentlicht, Videos. Man muss das Ganze ja auch teilweise irgendwie ein bisschen schneiden. Ich möchte vielleicht ein Intro dazu basteln. Ich weiß nicht, ob ich das hier für diese erste Folge noch direkt hinbekomme. Mal sehen. Jedenfalls so mit dem Thema Reflexion beschäftigt mich auch ein bisschen, dass ich mich in meinem Universitätsalltag und in meinem Job, den ich da habe an der Uni, beschäftige mit E-Portfolios. Das ist praktisch eine Software, also es gibt unterschiedliche Software-Systeme. Das dahinterliegende Konstrukt und die Idee ist, dass man sich in Form von Lerntagebüchern mit seinem Studienalltag auseinandersetzt. Beispielsweise mit Wissenschaftstheorie und mit wissenschaftlichen Grundlagen und mit ganz konkreten Studieninhalten und vielleicht auch mit den Rahmenbedingungen und was einen alles halt interessiert und was man reflektieren könnte eben. Und das funktioniert in der Regel in schriftlicher Form, wie gesagt in Lerntagebüchern. Und da gibt es in der Praxis schon die ein oder anderen Probleme irgendwie, für die ich auch nicht nur befriedigende Lösungen sehe. Und ich habe mir gedacht, ja, es gibt viele Leute, die benutzen Minecraft ohnehin als Reflexionswerkzeug. Ist vielleicht auch ganz interessant dabei, das sich anzusehen und dann vielleicht Feedback zu geben und vielleicht selber noch was zu lernen, während man sich solche Videos anschaut auf YouTube. Und vielleicht ist das eine ganz gute Alternative zur Schriftform. Was nicht heißen soll, dass man das wirklich ersetzen könnte oder dass schriftliche Reflexionen irgendwie negativ wären in irgendeiner Art und Weise. Ganz im Gegenteil. Aber das hilft ja nicht so, dass schriftliche Reflexion super ist, wenn man es dann im Endeffekt doch nicht macht. Also vielleicht lieber nicht ganz so perfekt reflektiert in Videoform als gar nicht reflektiert in Schriftform, denke ich mir so ein bisschen. Ja, und außerdem, keine Ahnung, also es ist, wie gesagt, alles im Experimentierstadium.
Und ja, viel mehr brauche ich dazu, glaube ich, im Moment noch nicht zu sagen. Es ist auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, dadurch, dass ich hier gar keine Ahnung von dem Spiel habe oder sehr wenig. Also auch wenn ich mir hier die Sachen, ich laufe hier gerade durch mein Gebäude und zeige, dass ich schon ein bisschen hier wenigstens das eine oder andere craften konnte. Und auch die Eierfarm, die ich hier gerade vorgeführt habe zum Beispiel, das sind halt Sachen, die ich in Let's Play Videos gesehen habe und die ich jetzt mir einfach mal nachgemacht habe, ehrlich gesagt. Also Verzeihung, wenn ich hier noch nicht der große Minecraft-Experte bin. Das macht ja aber auch vielleicht nichts. Und ich stelle fest, was ich gerade sagen wollte, ich komme ja die ganze Zeit durcheinander, dass es schwierig ist, einerseits gleichzeitig zu spielen gerade, vor allem wenn man so ein Noob ist wie ich, und andererseits zu versuchen, inhaltlich sinnvolle Sachen zu erzählen. Aber das ist etwas, was ich auch in vielen Let's Play Videos auf YouTube beobachtet habe, dass das offensichtlich auch ein Stück weit Übungssache ist. Und ich kenne auch viele YouTuber, die sehr wenig sagen, während sie spielen. Das sind aber auch die besonders weniger erfolgreichen, sage ich mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback zukommen lasst, ob ihr die Idee, also Minecraft so als Tagebuch praktisch, um seinen Studienalltag vielleicht, also was in meinem Fall halt irgendwie relevant ist, weil ich Student bin, vielleicht aber auch seinen Berufsalltag oder ähnliches zu reflektieren, sich da Gedanken zu machen, Feedback zu erhalten von außen, ob ihr der Meinung seid, dass das möglicherweise eine gute Idee ist, was ihr davon haltet. Und ich habe einen Wiki-Artikel angelegt in der Wikiversity. Das ist so eine Wikipedia für wissenschaftlich bezogene Sachen, wo ich hier die Idee vorgestellt habe, Minecraft als das bessere E-Portfolio mehr oder weniger. Und da könnt ihr gerne mitarbeiten, Impulse reinsetzen. Das hat auch schon mindestens einer gemacht, da bin ich sehr dankbar. Julian Fiedkau, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich den hier erwähne. Unter das Video werde ich mal den Link zu seiner Webseite packen. Der hat mir da schon viele nützliche Sachen reinkopiert in diesen Wiki-Artikel. Dafür herzlichen Dank. Und ja, wenn jemand noch weitere Ideen hat oder sich in irgendeiner Form beteiligen möchte, dann her damit. Also ich bin offen und ansprechbar, hoffentlich für alles. Und würde mich freuen, wenn da ein bisschen was zurückkommt. Denn ich glaube, dass hier Minecraft als Reflexionswerkzeug zu benutzen, noch besser funktioniert eben, wenn man tatsächlich auch sieht, dass es ein paar Leute interessiert so, und ein bisschen Resonanz erzeugt. Soweit erstmal zur ersten Folge. Ihr habt hier ein bisschen meine Minecraft-Wohnung gesehen, also viel mehr gibt es auch nicht, außer hier rechts. Da geht es runter zu Minenschächten. Da habe ich auch die Samen gefunden für die, was sind das für Dinger, Melonen, die hier wachsen. Die habe ich auch gebraucht zum Beispiel, um hier Glycerine Melons, ich weiß nicht genau, wie die auf Deutsch heißen sollen, Glycerinmelonen vielleicht, zu basteln, um hier ein bisschen Tränke, auf Deutsch vielleicht, ich müsste mir vielleicht mal die andere Sprache einstellen, Potions eben, zu basteln, ja, also Potions, hier ein Verzauberungstable, Nether Portal, da können wir auch mal kurz durchschauen. Da sieht man, dass ich mir eine kleine Farm erstellt habe für dieses Zeug, Netherrack, genau. Allzu viel habe ich hier sonst nicht gemacht. Das soll es erstmal gewesen sein zur ersten Folge. Feedback ist gerne erwünscht. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis bald, bis zur nächsten Folge. Tschüss.